Friedrichshafen im Endspielfieber. Der VfB Stuttgart und der 1. FC Saarbrücken, begrüßt von 80.000 Zuschauern und einem Heer von Fotoreportern, treten an zum entscheidenden Gang. Saarbrücken gewinnt die Seitenbahn und führt den Anstoß aus. Die Vorlage an Otto wird von Blessing abgefangen, der den ersten Stuttgarter Angriff aufzieht. Saarbrücken schlägt zurück. Und da ist schon eine atemberaubende Szene vor dem Stuttgarter Tor. Bögeleins Abwehr missglückt. Martin zieht den Ball aufs Tor. Kopfabwehr. Nachschuss von Winkert. Wieder abgewehrt. Und dann endlich Klären, Steimle und Barufka. Gegenüber spielt sich Werde durch. Flankt, doch auch dieser Ball wird abgewehrt. Bestechend schön laufen die Kombinationen des Saarbrücker Angriffs, der jetzt zur Überraschung der Zuschauer überlegen spielt. 16. Minute. Martin flankt und Schreiner lenkt den Ball ins Netz. 1:0 für Saarbrücken. Doch die Revanche folgt auf dem Fuße von Robert Schliens, der aus dem Hintergrund den Ball zum 1:1 ins Saarbrücker Tor jagt. Jetzt dreht der VfB auf. Ein Flachschuss von Blessing streicht am Tor vorbei. Wieder ist Blessing durch. Flankt auf den Fuß von Beitinger und es steht 2:1 für Stuttgart. Zweite Halbzeit. Werle setzt sich temperamentvoll ein, passt zu Blessing, Schuss, doch Strempel ist wachsam. Saarbrücken bleibt ebenbürtig. Einen stürmischen Angriff krönt Martin mit dem Ausgleichstor. 2:2. Noch ist alles drin. Wieder ein schwungvoller Angriff. Momba legt Otto den Ball vor, aber Bögelein ist in Hochform. Plötzlich ein Dribbling von Beitinger, ein platzierter Schuss und 3:2 für Stuttgart. Und dann kommt der Abpfiff. Ein großes Spiel ist zu Ende. Die siegreiche Elf wird auf den Schultern vom Platz getragen. Voran Spielführer Robert Schliens. VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Yeah! 26. Mai 1984. Karl-Heinz Förster mit der Meisterschale. Vor 70.000 Zuschauern im damaligen Neckarstadion. Die Dramatik aber dieses Titelgewinns fand am vorletzten Spieltag in Bremen statt. Noch ahnt Trainer Benthaus nicht, wie sich die Ereignisse an der Weser überschlagen sollten. Hermann Ohlicher schießt zunächst den VfB mit 2:1 in Führung. Und dann spielt die gesamte Konkurrenz für Stuttgart. Hamburg bis dahin punktgleich, verliert zu Hause. Die Bayern spielen nur unentschieden. Auch sie können den VfB nicht mehr einholen. Bayern, will ich wissen. 1:1. Ehrlich? Ja, aus! Nein, noch nicht. Ja. Was sind wir Meister? Ja. Ich bin der Meister. Eine Minute. Würde ich der Meister. Ich möchte nur den Pfeife gleich ab. Ist das tatsächlich fertig, Bayern? Bayern ist noch eine Minute. Der Pfeife da. Bayern kann euch doch nicht mehr einholen. Was für ein Augenblick. Keiner hatte damit gerechnet. Der VfB Stuttgart ist deutscher Meister. Herzlich willkommen an Bord auf unserem Rückflug nach Frankfurt. Der Rückflug nach Stuttgart feucht fröhlich. Herzlich möchte ich die siegreiche Fußballmannschaft des VfB Stuttgart begrüßen. Können wir noch Sekt bekommen? Nein, der ist uns leider ausgegangen. Haben Sie zu wenig an Bord gehabt, oder? Na, wir hatten die normale Menge. Mit dem deutschen Meister haben Sie nicht gerechnet? Nein, hatten wir natürlich nicht gerechnet. Gegen Mitternacht ein spontaner Empfang auf dem Stuttgarter Flughafen. Claudio, grüß Gott. Weißt du schon, wer deutscher Meister oder ist? Der Papa. Der Papa. Oh, Frau Ohlicher, mit dem deutschen Meister schläft sich's da heute Nacht leichter jetzt, oder? Es wird sich noch rausstellen, ob sie es leichter schläft. Das Meisterstück machte der VfB eine Woche später gegen Hamburg perfekt. Die Schwaben mit Günter Schäfer verloren zwar mit 0:1. Der guten Laune im weiten Rund tat das aber keinen Abbruch. Milewski schoss damals den Treffer für Hamburg. Ein Muster allerdings ohne Wert. Beide Vereine punktgleich, aber der VfB dank des eindeutig besseren Torverhältnisses
Deutscher Meister 1984. Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. 90 dramatische Minuten lagen hinter dem VfB. Um exakt 17.15 Uhr war klar, der VfB ist deutscher Meister. Die Busfahrt vom Stadion in Leverkusen zum Flughafen eine reine Jubelorgie. Die ganze Mannschaft heute hat gewonnen. Es gibt keinen Matchwinner. Wir waren 22 Spieler in der Mannschaft und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, Meister zu werden. Es hängt nicht von einem Spieler allein ab. Eine Stunde später ähnliche Bilder in 10.000 Meter Höhe und eine gute Nachricht vom Manager. Ja, meine Meisterschaftsprämie von 50.000 Mark und die bezahlen wir sehr gerne. Das sage ich ganz ehrlich, die Mannschaft hat das bis zum letzten Pfennig verdient, denn sie hat Unglaubliches geleistet in der Saison und das ist aller Ehren wert. Die Ankunft am Stuttgarter Flughafen am frühen Abend. Hoher politischer Besuch hatte sich angekündigt. Der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel. Schwerstarbeit kurz darauf für die Mannschaft in der Ankunftshalle. Mehrere tausend Fans überglücklich und freudetrunken. Fast zwei Stunden. Enge und schlechte Luft. Danach das Menü für den deutschen Meister 1992. Endlich ein bisschen Privatsphäre. Die Lautstärke gedämpft, Zeit für Gespräche vor dem großen Finale in einer Stuttgarter Edeldisco. Am 20. Mai 2007 im Ausnahmezustand. Schon vor dem entscheidenden Spiel gegen Cottbus 100.000 Menschen auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Um 16:45 war es dann vollbracht. Der VfB, deutscher Meister. Schwere Arme, Muskelkater, ist das scheiße schwer, das Ding. Was wiegt das? Keine Ahnung, aber viel. Halt mal. Darf ich mal nehmen? Ja, wie du willst. Das ist aber richtig schwer. Schwer. Okay. Feiert er heute Vollgas oder ein bisschen zurückgezogen? Ich gebe Vollgas. Trainer, wir werden bis Montag feiern und während der Feiern, ich denke, wir harmonieren noch besser als auf dem Platz. Also ich kann befürchten, das Schlimmste für Stuttgart heute Abend. Der Corso begann zwei Stunden nach Schlusspfiff. Bereits zu Beginn war klar, der Zeitplan war viel zu eng. Mit diesen Massen von Menschen hatte niemand gerechnet.
Im Schritttempo bewegten sich die Nobelkarossen zum Schlossplatz, wenn sich überhaupt etwas bewegte. Sie haben erst die halbe Strecke hier am Bahnhof. Da vorne gibt es einen U-Turn und dann geht es nochmal zurück. Halten Sie das durch? Wie zurück? Es geht nochmal zurück hier auf der Straße, nee, zum Schlossplatz. Nee. Doch. Stuttgart war komplett dicht. Die Zufahrtsstraßen waren teilweise abgesperrt. Die S-Bahnen hatten den Betrieb eingestellt. Wer ein Taxi gebucht hatte, musste viel Geduld aufbringen. Die WM war nur die Generalprobe, wie wir dann wussten, zu den Feierlichkeiten mit dem VfB. Die Mannschaft bewies Ausdauer. Das Spielende lag hier bereits über 6 Stunden zurück. Ich bin überwältigt, wie die Stuttgarter Anteil nehmen an dieser Meisterschaft. Wenn ich hier so auf den Hauptbahnhofplatz gucke, das ist unbeschreiblich, wie viele Menschen hier sind. Und wir kommen einfach nicht durch, weil die Begeisterung so groß ist. Das ist natürlich in einer Saison mit einer Mannschaft, die sensationell funktioniert, gibt es auch unterschiedliche Typen. Die anderen haben es ausgelassen gefeiert. Die anderen haben sich in sich gekehrt. Und ich denke trotzdem, dass wir alle uns riesig freuen, dass wir uns feiern, dass wir es krachen lassen werden heute Nacht. Und ich denke, wir sind alle überglücklich.